Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Sonne und Mond Wi-Fi Battle und heute wieder mit demselben Team vom letzten Mal. Allerdings diesmal ohne diese Probleme mit Moves und kein Item und so weiter. Wir spielen heute gegen den guten Dario. Er hat dabei ein Team bestehend aus Turginator, Beware, Mimikma, Polygon 2, wieder Polygon 2, Meteno und Manguspector. Manguspector finde ich sehr cool. Wir starten mit Knogger, finde ich hier sehr stark gegen sein Team. Holy shit, Knogger kann richtig gut aufräumen. Also wenn wir da mal hinterm Sub sind, wäre das auf jeden Fall sehr nice. Außer, dass wir uns halt nach und nach mit dem Flareblitz super viel Damage machen. Und halt mit Teno. Deswegen, ich würde sagen, wir leanen. Ich würde ja sagen Katana. Weil Katana hat eigentlich gegen fast alles ein gutes Matchup. Außer gegen Turginator. Aber gegen Turginator kann ich raus in Knogger. Oder halt Agrostella. Ne? Das ist eigentlich gar nicht so dumm. Oder ich leade mit Wolverock. Und wir holen die Rocks raus. Das ist klug. Wir leaden mit Wolverock. Hat der einen Spin an seinem Team? Ich glaube nicht. Ich glaube, Turginator kann nicht spinnen. Also wenn wir da die Rocks rausbekommen würden, wäre das auf jeden Fall sehr nice. Also die bekommen wir so oder so raus wahrscheinlich. Außer er spielt irgendwie Verhöhner Meteno. Also wenn er mit Meteno leaden würde, würde ich halt sowieso direkt für Verhöhner gehen. Weil er entweder die Rocks oder einen Hausbruch rausbekommen möchte. Und falls er für EQ gehen sollte oder so, wäre das okay. Weil ich dann nämlich trotzdem noch die Rocks raus... Pinky Trump. Okay, er holt sein... Manguspector in der ersten Runde raus. Ich kann halt Manguspector echt nicht einschätzen, so... Keine Ahnung, aber ich werde auf jeden Fall die Rocks hier erstmal rausholen. Weil ich nicht glaube, dass er Verhöhner kann. Glaube ich nicht. Und die Rocks, wie gesagt, ich glaube, er hat keinen Spinner. Die sind super safe. Und das ist halt guter Damage plus Focus Sash anknacksen. Meteno, gegen Meteno ist es effektiv, gegen Turginator ist es sehr effektiv. Von daher sind hier die Rocks auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gegen Pinky Trump. Aber schauen wir einfach mal. Okay, wir holen die Tarnstein raus. Und Manguspector geht für Erdbeben. Okay, das ist okay. Wird uns wahrscheinlich runter auf unseren Zeil springen, genau. Ich glaube nicht, dass es einen Prioritätsmove hat. Deswegen gehen wir jetzt hier für die Steinkante. Schneller sind wir sowieso, das heißt, ich muss nicht für den Turbofelsen gehen. Wir treffen mit der Steinkante und die killt nicht ganz. Sie geht für Q, nimmt unser Wolverock raus. Perfekt, passt. Absolut kein Problem. Wolverock hat alles perfekt gemacht. Wir haben die Rocks draußen und Manguspector stirbt mit dem nächsten Hit. Egal an was. Trotzdem ist die Frage, auf was ich gehe. Ich könnte eigentlich sehr gut auf Meteno gehen und mich hier hochboosten. Ne? Das ist eigentlich... Klingt super gut. Klingt super, super gut. Holy shit, klingt das gut. Weil was will er uns großartig machen? So? Und wenn er uns unter unser Limit-Schild bringt, wäre das auch kein Problem. So, wir gehen für Hausbruch. Unser Schlurkraut aktiviert sich gleich. Und er geht für... Bleibt da, also er ist auf jeden Fall drin geblieben. Knirscher. Aber es bringt mich jetzt unter 50. Ja, perfekt. Und jetzt haben wir hier ein super krasses Meteno. Aber er hat noch ein Mimima. Davon muss ich. Das habe ich auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also ich glaube, Mimima. Ich hätte vorher, glaube ich, Mimimas Kostümspuk zerstören sollen, bevor ich hier anfangen möchte zu sweepen. Irgendwie mit Meteno. Dann würde jetzt einfach Mimikma rausgehen und dann werde ich seinen Kostümspuk zerstören und ich glaube, einen Schadenschuss kann ich noch tanken. Schauen wir einfach mal. Er geht aber in Turginator. Warum? Ich habe Angst, dass Erdbeben nicht killt, weil es ja doch relativ defensiv ist. Deswegen gehe ich für die Steinkante und die killt ihn auch. So, keine Ahnung. Das war eigentlich relativ obvious, oder nicht?
Jetzt kommt Mimikma. Damit habe ich nämlich schon früher gerechnet. Okay, Rocks Damage. Und wir gehen hier für Akrobatik. Ich glaube, einen Schattenstoß können wir noch tanken. Er geht für Schattenstoß. Und den überleben wir nicht, okay. Ich weiß, dass er gerne mal Choice Band Mimikma spielt, weil wir haben nämlich schon mal gegen ihn gekämpft. Und da hat er einen Choice Band Schattenstoß, Kreuzschere, Knuddler, Dunkelklaue Mimikma gespielt, weil er hat mir das Set nämlich geschrieben. Die Frage ist jetzt, ist er dieses Set? Das ist dieser Moment, wo ich gerne die Funktion hätte, dass ich mir das gegnerische Team ansehen kann. Aber, ne, so, dass ich mir jetzt sein Team ansehen kann und dann überlegen, was ich rauswechseln würde. Allerdings glaube ich, dass Katana hier relativ safe ist. Und ich damit keine großen Probleme haben werde. Er hat noch ein Team. Beware, Porygon und Meteno. Das heißt, Schmalohren ist halt super gut, also macht halt gegen alles super viel Damage. Und seinen anderen zwei Normal-Pokémon, ja, ich habe halt die Sancto-Klinge. Und ich glaube nicht, dass er mich one-hitten kann. Außer er spielt HP Fire, oder Bestien Boost Porygon 2. Holy shit. Schmalhorn wird schon relativ guten Damage machen. Und ich denke, die Sancto-Klinge wird hier ab dieser Range auch rausreichen. Da muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Und pam, da kommt die Sancto-Klinge und Porygon 2 geht down. Nice. Ebenfalls ein wichtiges Pokémon, das gerade down gegangen ist. Unser Bestien-Boost aktiviert sich und wir sind gerade in einer super guten Position. In einer super guten. Und ich glaube tatsächlich, dass Katana hier jetzt das Match gewinnen kann. Da kommt Costoso. Ja, wir sind halt plus 1, ne? Und haben halt die Sancto-Klinge. Aber er hat die Fähigkeit Flauschigkeit. Was macht nochmal Sancto-Klinge? Ich glaube, es umgeht Status-Boost oder so. Keine Ahnung. Irgendwas konnte Sancto-Klinge. Ja, das killt auf jeden Fall nicht. Aber er kann auch nur Hammerarm. Und die Verteidigung von Katana ist gar nicht so bad. Allerdings killt es halt trotzdem. Ja, okay, natürlich. Das tanken wir auf keinen Fall. Hätte ich mir denken können. Aber das ist kein Problem. Denn wir haben auf jeden Fall noch genug. Wir haben sowieso, wir haben noch Dings, wir haben noch Agrostella, ne? Agrostella schafft es auch alleine fast. So, er ist jetzt minus 1, das heißt, wir können jetzt raus in Knogger gehen. Und, also minus 1 init. Und ich gehe jetzt für einen Delegator. Weil ich glaube, dass er rauswechseln wird. Das wäre gar nicht so bad. Weil ich mich nicht traue, für den Schattenknochen zu gehen. Er bleibt sogar drin, okay. Ich habe mich nämlich nicht getraut, für den Schattenknochen zu gehen. Was macht er? Erdbeben, okay. Ja, es ist okay. Schattenstoß von Mimikma sollte auch auf der Range noch nicht killen, glaube ich. Aber wobei, das war, glaube ich, dumm. Weil ich ihn ja nur mit Flareblitz rausnehmen kann. Und Schattenstoß wird nach dem Flareblitz, glaube ich, killen. Aber wie gesagt, wir haben immer noch genug, um mit Mimikma fertig zu werden. Alleine Agrostella, ne? Agrostella gewinnt gegen Meteno und gegen Mimikma. Killt Schattenstoß von der Range aus. Wenn er Choice Band ist, vielleicht. Wir haben aber auch noch Kaporiki, ne? Kaporiki outspeedet beides. Da kommt sein Komet. Okay. Lass mich kurz überlegen, wie ich das mache. Ich gehe hinter einen Zap. Er geht direkt für EQ, okay. Dann das passt. Das passt. Oh, Leute, wir beleben. Aber wir sind. Das war bad, oder? Sind wir auf 25? Ja. Nee, ja. Ah! Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass EQ so wenig Damage macht. Aber ja, wenn es ungeboostet ist. Natürlich. Aber ich hätte eher gedacht, dass es jetzt vielleicht Focus Sash ist oder so. Und es jetzt Dings einsetzt. Hausbruch. Aber okay. Das ist kein Problem, denn wir können jetzt raus in Kaporiki gehen und einfach Donnerblitz einsetzen. Ich habe es ja am Ende nochmal deutlich schwerer gemacht, als es eigentlich hätte sein können, tun müssen. Und wir gehen jetzt hier für den Donnerblitz. Der killt sein Meteno auf jeden Fall. Außer er trägt jetzt die Kerzeibeere. Ich glaube, Kerzeibeere war die Anti-Elektrobeere. Dann wird er es überleben und vielleicht sogar gewinnen.
Aber ja, Donnerblitz wird hier Metino auf jeden Fall rausnehmen. Zack, Metino ist down. Und Mimikma kann Kaburiki auf jeden Fall noch rausnehmen mit zwei Schattenstößen. Plus Life-Up-Damage, also mein Life-Up-Damage. Aber dann gewinnt, also Agostella gewinnt halt auf jeden Fall. Es gibt keinen Grund, warum Agostella nicht gewinnen sollte gegen Mimikma. Und sollte er Choice Bandit sein, würde er sowieso nicht für die Links gehen. Für den Schattenschuss. Und ich glaube, wir können. Ja, aber Choice Bandit Dunkelklaue würde uns dann killen. Aber wir kriegen jetzt die Para. Oder? Das ist jetzt super. RIP. Okay, nee, kriegen wir nicht. Und er geht für Knuddler. Aber wenn er das Choice Band Mimikma ist, dann ist halt Knuddler RIP. Also noch extrem RIP. Weil Knuddler macht halt nicht viel. Also er kann mich auf jeden Fall nicht killen. Und wir setzen jetzt hier Siedewasser ein. Ja, er ist wirklich das Bandit-Set, was er schon mal gespielt hat. Und das macht halt nichts. Also nicht nichts, aber ihr versteht schon. So, Siedewasser kommt und Siedewasser macht nicht viel Damage, aber wenn wir gleich den Burn bekommen sollten, dann machen wir sowieso genug. Plus, ich habe ja noch Genesung. Also Siedewasser und Genesung gewinnt mir das Match auf jeden Fall. Okay, geht weiter von. Das ist auf jeden Fall GG. Er kann noch einen Angriffsdrop bekommen, das wäre aber egal. Ich kann gleich noch einen Burn bekommen. Dann geht er noch schneller down. Und da ist der Burn. Das heißt, noch einmal Siedewasser, dann sollte er, glaube ich, down sein. Crit sollte mich nicht rausnehmen. Unter keinen Umständen. Und ich glaube, er tankt sogar noch eine Runde. Aber auch zwei Crits sollten mich nicht killen. Nein. Ah ja, er ist geburnt. Na, Moment. Dann ist recht nicht so. Da kommt Siedewasser. Das ist auf jeden Fall GG. Damit ist der erste Kampf 0-0 quasi ausgegangen. Also klar, ich bin zuerst gestorben, aber ich sag. Bei 0-0 sage ich immer, okay, 0-0. Und den Kampf hier haben wir auf jeden Fall gewonnen. Ich habe es mir schwieriger gemacht, als es hätte werden können. Aber das ist ja egal. Ein Win ist ein Win. Und ja, gut. Ich bin mal gespannt, wie wir noch im letzten Kampf uns damit anstellen werden. Also, ich hätte auch viel früher schon Agostella reinholen können. Und Agostella hätte gegen die letzten drei Pokémon schon gewonnen. So ist es nicht. Aber ja, ich wollte, ne, Agostella ist nur so, war jetzt nur so, Für alle Fälle so. Das letzte Pokémon. Okay, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.